Abend aus Berlin, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu diesem Duell. Wir sind im Jahr 1 und wir werden regiert von einer großen afghanischen Fahrradklinge. Kanzlerin und Vizekanzler, 4 Jahre lang haben sie direkt miteinander rumgespielt und jetzt zum ersten Mal direkt aufeinander. So gesehen eine einzigartige Veranstaltung und damit soll Schluss sein ab dem 27. September. Naja gut, klingt auf den ersten Blick ganz gut. Wollen Sie das mal erzählen, Frau Bundeskanzlerin? Ich weiß nicht, welche Spiele Sie meinen. Das Thema ist 6, Frau Merkel. Also, Sie können ohne Rücksicht sprechen zu uns, zu Herrn Steinmeier und ihm sagen, warum Sie ihm dieses Stuhlbein und noch viele Sachen mehr regional eingeführt haben. Ich glaube, das hat dem Steinmeier gut getan. Gar nicht so sehr. Die Wirklichkeit ist leider eine andere. Die Früchte haben wehgetan und Frau Merkel hat gesagt, das reicht mir nicht, dann müssen wir weitermachen. Ich stelle fest, das geht nicht. Habe versucht aufzuhalten, was aufzuhalten ist. Und ich weiß ganz genau, was passiert wäre, wenn ich mich einfach stur hingestellt hätte. Dann wäre ich heute mausetot. Naja, also das ist ja wirklich jetzt eine sehr kühne Behauptung, von der ich mal sagen möchte, dass man da außerordentlich vorsichtig sein sollte. Und ich glaube, ich konnte den Herrn Steinmeier voll zufriedenstellen. Ich habe so etwas selten erlebt. Von befriedigen kann keine Rede sein. Das war schmerzhaft. Und ich habe das jetzt auch in den letzten Jahren hinter mir. Ja, was ist kaputt gegangen bei Ihnen? Das kann ich nicht mit letzter Sicherheit beantworten. Das, ja, Herr Plasberg, Sie können darüber lachen. Aber das zerrt an den Nerven. Und ich würde gerne mal hören, was Sie sagen, wenn Ihnen 2 Dinge gleichzeitig in den Magen gesteckt worden sind. Und ich garantiere Ihnen, den beiden, die hier vorne stehen, Herr Limburg und Herr Plasberg, denen wird es lieber Rosette zerreißen. Und deshalb sage ich Ihnen auch mit einiger Erfahrung, ich weiß, wenn es Spannungen und Reibungen gibt, das gehört dazu. Sie können mich doch nicht als sozusagen das Schreckgespenst per se darstellen. Sie haben mir das Loch doch einfach vor das Gesicht geführt und ich konnte Schaf und Sack sehen, die im Übrigen lustigerweise der Finanzminister noch im Mai als ein Loch Ness-Ungeheuer bezeichnet hat, dann können sich halt die Zuschauer auch ihr Bild darüber machen. Das ist gar keine Frage. Es gibt eine Kette von Pannen, von Peinlichkeiten, die einander jagen. Herr Steinmeier, woher nehmen Sie eigentlich den Mut, Frau Merkel den Arsch gleich ins Gesicht zu halten? Herr Plasberg, über was reden wir eigentlich? Reden wir über eine Sache, die rechtlich in Ordnung war, über die man persönlich anders entscheiden kann? Oder reden wir über eine Frau, mit der wir klare Bohrung machen müssen, weil sie aus der Kopfbehaarung von Hartz-IV-Empfängern Drogen anbaut? Das wäre die Höchststrafe. Jedenfalls, ich sage Ihnen ganz offen, Herr Plasberg, da haben wir, Frau Merkel und ich, denke ich, ordentlich miteinander die Blütenträume reifen lassen, haben versucht, das Beste draus zu machen. Ich habe vorhin gesagt, wir sind trotzdem unter unseren Möglichkeiten geblieben. Das lässt mich sehr an Ihrer Glaubwürdigkeit zweifeln. Darf ich erst ausreden? Das lässt mich schon an Ihrer Glaubwürdigkeit 2013. Jetzt lassen Sie mich, das ist nicht irgendein Thema. Jetzt lassen Sie mich dazu 3 Sätze sagen. Ich habe Ihnen eben hoffentlich nachvollziehbar zu vermitteln versucht, Herr Kloppe, dass Sie die Fresse halten sollen. Sie unterbelichteter Scheißknecht. Wir sind mitten in der Krise und wir sind noch nicht über den Berg. Das ist schlicht und ergreifend nicht wahr. In den vergangenen 12 Monaten haben wir es geschafft, die Krise in den Griff zu bekommen, weil, und das war mir sehr wichtig, das Verbindende immer im Vordergrund gestanden hat gegenüber dem Trennenden. Wissen Sie, ich will ehrlich sein, mir war von Anfang an völlig klar, Frau Merkel steht auf mich. Gemeinsam können wir viel erreichen. Davon bin ich überzeugt. Eine Verlängerung.